Beim Thema wären, wie man ein Team aufstellt. Aber zuerst will ich da auf diese vorher schon genannten Pokémon-Arten wie Swapper und so weiter eingehen. Und da gebe ich einfach jedes Mal ein Beispiel. Da hätten wir für. Erstmal gibt es natürlich die Unterscheidung zwischen. Wir gehen jetzt erstmal auf Swapper. Es gibt die Unterscheidung zwischen langsam und schnellen. Und es gibt die Unterscheidung zwischen speziell und physisch. Also Special War und Physic War. Special Swapper und Physic Swapper. Das hat folgende Hintergründe. Ihr müsst euch überlegen, ihr habt Nachtara vor euch. Nachtara ist ein Pokémon, das zwar beide Verteidigungswerte sehr hoch hat, allerdings der Spezialverteidigungswert ist nochmal höher, also geht ihr natürlich mit einem dementsprechenden physischen Typ ran, weil da der Verteidigungswert geringer ist, ihr somit mehr Schaden macht. So, da haben wir zum Beispiel als bestes Beispiel für eine physische Wall ist einfach Sneebona zu nennen. Sneebona hat einen extrem hohen Angriff, hat eine sehr, sehr hohe Initiative, aber keine guten Verteidigungswerte und auch keinen großartigen Spezialangriff. Von daher stehen wir da und überlegen. Wir haben Stabattacken im Bereich Eis und Stabattacken im Bereich Unlicht. Für die Leute, die nicht wissen, was Stabattacken waren. Stabattacken ist Same Typ Attack Basis. Heißt das? Ja, ich glaube schon. Und besagt einfach nur, dass zum Beispiel unser Noelani hat eine Stabattacke und das ist Spark im Moment. Denn es ist vom selben Typ und wird dahingehend nochmal mit dem Faktor 1,5 multipliziert vom Schaden her. Wenn mich nicht alles täuscht, gebe ich jetzt keine Garantie drauf. So. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, genau. Also verlegen wir uns natürlich auf Attacken, die Stab sind, die unsere guten Werte noch weiter pushen und die die einfach zu Sneebona passen, die möglichst viel Damage raushauen im physischen Bereich. Also da haben wir bei Sneebona leider jetzt nicht die überragendsten. Allerdings bin ich der Meinung, wird es oft unterschätzt, denn mit Nachthieb und mit Eishieb kann es doch ganz gut Schaden raushauen. Zumal Nachthieb natürlich noch eine hohe Volltreffer-Aura hat, was natürlich eine ganz witzige Sache ist. Dann haben wir noch Attacken wie Schwertanz oder Klauenwetzer, die uns noch den Angriff oder die Initiative erhöhen, also Agilität fällt auch noch dazu. Und können damit unseren sowieso schon hohen Wert einfach noch weiter pushen. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein physischer Swapper. Wo würden wir ihn benutzen? Wenn wir es schaffen können, ein Sneebona, also unser Gegner hat einen Butterlander draußen. Ein Butterlander ist, wir erinnern uns, ein Drachenflugtyp. Kann somit Eisattacken überhaupt nicht vertragen. Also, das ist wirklich ein großes Problem von Butterlander. Allerdings wissen wir auch, wir sollten Sneebona nicht in eine Attacke von Butterlander reinwechseln, denn das wäre tödlich. Das würde unser Sneebona nicht überleben. Und wenn Butterlander eingewechselt wird, sollte Sneebona auch nicht da sein, denn Butterlander würde den wichtigen Angriffswert senken. Was ist also unser Ziel? Wir wollen eine Situation herbeischaffen, indem unser Gegner sehr sicher Butterlander einwechseln wird und wechseln in unserem Fall selbst natürlich genau in dem Moment, wo wir hoffen, dass er sein Butterlander einwechselt, Sneebona ein. Das hat jetzt natürlich einen Risikofaktor. Wenn er nicht wechselt, sind wir am Arsch. Wenn er wechselt, dann profitieren wir davon, dass Sneebona den höheren Initiativewert hat. Natürlich wird jeder schlaue Gegner sofort Butterlander wieder rauswechseln, was uns aber die Möglichkeit gibt, entweder mehr Schaden durch Attacken wie Tarnsteine und Stachler herbeizuführen, die ja hoffentlich auf dem Feld ausgelegt sind,
Oder aber, und andererseits auch gleichzeitig noch mit Nachthieb oder Eishieb oder einer anderen Attacke einen guten Angriffsversuch zu landen und somit vielleicht selbst einem guten Staller ordentlich Damage reindrücken, dass Nivundas Angriffswert sehr hoch ist. Die andere Alternative wäre natürlich, dass wir auch wieder wechseln, aber das summiert sich dann halt, weil wir wissen natürlich nicht genau, auf was er wechselt. Zumindest die Möglichkeit ist da, dass wir es nicht wissen. So. Dasselbe gilt natürlich auch für Spezialangriffs-Swapper. Da guckt man halt natürlich nur, dass man sich vornehmlich eher auf Pokémon einschießt, die einen dementsprechenden, eine dementsprechend niedrige Spezialverteidigung haben. So, dann gibt es aber ja auch noch die langsamen Swapper, habe ich ja gesagt. Die sind schwer zu spielen, weil die bauen auf der Attacke Bizarro Raum auf. Die meisten wissen es wahrscheinlich, dass Bizarro Raum eine Attacke ist, die sozusagen das Raumzeitkontinuum umstellt, sodass die langsamen Pokémon zuerst angreifen. Und das ist in Verbindung mit Pokémon wie Stolos oder anderen großen Gesteins- oder Stahl-Pokémon, die einen hohen Angriff besitzen, aber eigentlich sau langsam sind, immer sehr, sehr vorteilhaft. Da muss aber auch echt drauf geachtet werden, dass fast jedes Pokémon im Team Bizarro Raum leer hat und auch fast alle davon profitieren. Sonst bringt das Ganze nichts. So, da gibt es eigentlich sonst nichts weiter zu beachten, es ist halt nur sehr schwer zu spielen. Bei Stallern ist wie gesagt wichtig, sie sollten möglichst gute Verteidigungs- und KP-Basen besitzen, sie sollten möglichst wenig Schwächen aufweisen, die häufig vertreten sind, sollten möglichst viele Resistenzen und Immunitäten aufweisen, sollten über Attacken wie Toxin oder Tarnsteine oder Stachler verfügen. Gerne auch, was auch sehr gerne gesehen wird, ist die Kombination aus diesen Attacken, die ausgelegt werden, mit Brille. Eine sehr, sehr geile Kombination. Dadurch, dass ihr den Gegner immer wieder zum Wechseln zwingt, wenn alles klappt, wenn ihr ein schnelles Pokémon draußen habt, hat er einfach echt die Arschkarte gezogen, wenn er euch nicht wegkriegt. Ja, ansonsten, ja, haben wir noch den Spinblocker. Was ist ein Spinblocker? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Spinblocker ist eigentlich eine sehr wichtige Geschichte im Team, denn natürlich versucht auch der Gegner seine Tarnsteine auszulegen, seine Stachler auszulegen, seine Giftstacheln auszulegen und alles. Und womit bekämpft man sowas? Mit einem Pokémon, das Turbodreher beherrscht. Beispiele wären da Turtok oder Frostelka, wobei man Turtok den Vorzug gibt, da der Monotyp Wasser eigentlich einer der am beliebtesten gespielten Staller-Wall-Typen ist. Und dazu noch als Spinblocker sehr effektiv eigentlich. Ja, das sind eigentlich so die drei wichtigen Typen, die man sich auch im Kopf behalten muss, wenn man dran denkt, wie man sich sein Team aufbaut. Denn es muss natürlich irgendwo in der Waage gehalten werden. Und es ist vor allen Dingen wichtig, wo ihr welches Pokémon wie benutzt. In der Regel wird inzwischen eigentlich immer mit einem, also ich würde zum Beispiel meistens mit einem Staller eröffnen, was den ganz einfachen Grund hat, ich würde einen Staller mit möglichst beiden Verteidigungswerten möglichst hoch wählen oder der sich auf einen natürlich extrem raushaut und somit einen richtigen Tank abgibt. Und da wären wir zum Beispiel bei einem sehr schönen Beispiel namens Rihornior. Rihornior hat einen verdammt hohen physischen Verteidigungswert, hat auch eine gute KP-Basis, die restlichen Werte sind so durchschnittlich. Allerdings haben wir jetzt erstmal die Entwicklung von Bamelin zu Boelin. So, wir haben Boelin. Das bringt uns natürlich mal ein ganzes Stück voran und wir bekommen Knirscher. Aber wir wollen natürlich auch wieder zurück. Und zwar war ich gerade dabei, genau, Rihornior. Mit Brille schicken wir halt den Gegner nach Möglichkeit immer weiter, sodass er durch die Tarnsteine, die wir in der ersten Runde raushauen, schon mal Schaden beim Gegner verursachen. Und Brille
verursacht dann gleich zwei positive Effekte für uns. Zum einen lernen wir mehr über das gegnerische Team. Denn wenn er in den Brille reinläuft, muss er zwangsläufig tauschen und hat keine Kontrolle darüber, was reingetauscht wird. Andererseits machen wir mit Harnstein schon mal 4 Schaden. Und wenn er ein paar fliegende Pokémon im Team hat, umso besser. Die kriegen nämlich gleich 25% ihrer KP abgezogen. Was es für unsere Swapper natürlich leichter macht, den Gegner auszuschalten. So, und da kommen wir zu dem eigentlichen, worüber man heutzutage das Ganze aufbaut. Entweder man nimmt sein Start-Pokémon und legt sich eine Strategie zurecht, die zum Beispiel auf Stachler, auf Tarnsteine und so weiter basiert. Denn so ein Pokémon wie Rihornior, Nachtara, Milotic, eigentlich ziemlich unerlässlich. Wohingegen man natürlich auch noch genau das Umgedrehte hat, nämlich man kann das Ganze auch nach seinen Endswapper ausrichten. Der Endswapper sollte ein Pokémon sein, das möglichst gegen jedes andere Pokémon effektiv ist, aber wirklich gegen jedes, um möglichst natürlich auch gute Angriffswerte beherrscht und eine hohe Initiative. Das macht, würde es uns natürlich, wenn wir wirklich so ein Pokémon dabei haben, versuchen wir dieses Pokémon so lange wie möglich vor dem Gegner zu verstecken, dass er nicht weiß, was wir da haben, damit der mögliche Counter, die er gegen dieses Pokémon hat, hoffentlich schon vorher verballert. Das ist unser Ziel. Wir wollen ihn den Counter für unseren... wenn wir unser Team auf den Endswapper auslegen, dann wollen wir wirklich dafür sorgen, dass der Gegner Fehler macht. Wir provozieren ihn ein wenig. Wir spielen im Prinzip also zwar defensiv, aber mit dem Ziel, ihn zu aggressivem Verhalten zu verleiten. So. Das habe ich. Es gibt dann natürlich noch ein wichtiges, großes Kapitel, was angesprochen werden muss. Und das sind DVs und EVs. EVs werden auch als Fleißpunkte bezeichnet und können von euch kontrolliert werden. Während DVs ein absolut zufälliges Ereignis ist. Denn wir haben mehrere Sachen, die unsere Statuswerte beeinflussen, sprich Angriff, Verteidigung und so weiter. Zum einen wäre das Wesen da. Das Wesen gibt 10% auf einen Wert drauf, wohingegen 10% auf einen Wert wieder abgehen. Das heißt, zum Beispiel mein Angriff wird verstärkt, dafür sinkt meine Verteidigung insgesamt. Als 10% mehr Angriff, dafür 10% weniger Verteidigung zu machen. Es gibt natürlich auch neutrale Wesen. Dann gibt es die Basis der Pokémon, was in den meisten Fällen nicht wirklich ersichtlich ist. Könnt ihr allerdings auf www.pokewiki.de nachlesen. Einfach das Pokémon suchen, um das es euch geht, und euch die Basiswerte angucken. Dann gibt es, wie gesagt, die DVs. DVs sind angeboren, und dass die Öffentlichkeit von ihnen weiß, liegt wahrscheinlich nur daran, dass es genug Leute gibt, die ROMs programmiert haben, damit Pokémon auch auf dem PC läuft. Wie nehme ich es denn gerade auf, ne? Und dadurch auch die versteckten Mechanismen ein wenig erkundet haben. Ich muss mal einen kurzen Schluck trinken. Ah, schon viel besser. Und dabei auch die DVs entdeckt haben. Die DVs sind angeborene Punkte bis zu 31 pro Wert, die zufällig auf jeden Wert verteilt werden. Und wir haben also 6 Werte, 6 mal 31 macht ein Maximum von 186 Punkten, die da irgendwo verteilt sein können. Wie das genau verteilt ist, sehen wir leider nicht genau, und man kann es auch erst spät berechnen. Es gibt eine Berechnungsformel, diese allerdings jetzt zum Beispiel könnte ich sie noch nicht einsetzen, weil um eine wirklich genaue Berechnung zu veranstalten, ist es eigentlich notwendig, dass die Pokémon so auf Level 50 bewegen.
Das ist für uns natürlich allerdings scheiße. Denn wir wollen ja nicht viel, viel Trainingsarbeit in den Pokémon stecken, das am Ende scheiß die Faust hat. Deswegen hat Game Freak sich gnädig gezeigt und in den meisten Generationen ist ein NPC irgendwo in der Welt, der euch Auskunft darüber gibt, wie viel DVs ungefähr ihr auf alle Werte habt und welche Werte dabei am höchsten abschneiden. Zum Beispiel haben wir den in Schwarz und Weiß, in Schwarz und Weiß 2 in der Kampfmetro. Wie genau die Tabellen dafür aussehen, könnt ihr euch auf pokewiki.de unter DVs ansehen. Da steht genau, was die einem über ein Pokémon erzählen, wenn es sich in dem und dem Wertebereich der DVs befindet. Ja, und das andere sind die sogenannten EVs. Die EVs sind etwas Tolles, weil man sie beeinflussen kann. Die EVs hängen stark davon ab, welches Pokémon ihr dauerhaft besiegt. Wenn ihr zum Beispiel viele Kleinsteins besiegt, bekommt ihr mehr EVs, also Fleißpunkte, auf die Verteidigung. Klar, Gesteinspunkte. So. Ja, und diese Fleißpunkte, davon könnt ihr bis zu 512 verteilen. Das macht ihr unter anderem auch mit den ganzen Vitaminen. Also Calcium, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ja, es ist nur Eisschlag ein, deswegen hätte ich vielleicht mal lieber Gewissheit benutzen sollen. Aber auch die Verfolgung reicht schon für einen One-Hit. So. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Außer dass nur Lani auf Level 29 ist. So. Was wollte ich denn? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ach nee, ich war bei den Fleißpunkten, genau. Calcium und so weiter erhöhen halt den jeweiligen Wert um 10 Punkte, um 10 Fleißpunkte, bis zu einem Maximum von 100 pro Wert. Danach ist das Ganze einfach schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. Die Effekte machen sich meistens während des Trainings dann Stück für Stück eigentlich erst bemerkbar. Während es eigentlich gezeigt wird, wie genau die Werte ansteigen, darüber kann man es dann sehen. EVs kann man daher auch, also die Fleißpunkte kann man daher auch gezielt trainieren. Und das ist es eigentlich auch, was heutzutage das großartige Pokémon-Training ausmacht. Sich die Pokémon mit möglichst guten DVs züchten. Natürlich auch mit passenden Wesen. Und ich frage mich gerade, warum das so leckt. Auf jeden Fall ist das so das große, große Ziel und Mysterium. Und ich verstehe gerade nicht, warum meine FPS so in den Keller gehen. Deswegen machen wir hier ein ganz, ganz kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe mit mehr FPS. Es sei denn, es geht jetzt wieder. Ja? Nein. Bis gleich.